Heute sind wir in einem ganz anderen Setting für die da draußen, die Menschen mit Profil kennen. Wir sind sonst in einem Studio mit Greenscreen in einem anderen Setting und heute haben wir die Gelegenheit genutzt, live auf einem Speaker-Event die Bühne noch zu nutzen zum Abschluss, um ein ganz intensives Gespräch zu führen. Denn heute ging es unter anderem auch um das Thema, wie kann ich vital und fit bis ins hohe Alter mich gesund durchs Leben bewegen und wie das möglich ist und wieso wir möglicherweise 120 Jahre alt werden könnten, wenn wir das richtig machen. Das kläre ich heute mit meinen beiden Gesprächspartnern, die hier sind. Ganz spannend, der Weg, und das besprechen wir eben gleich beim Menschen mit Profil. Herzlich willkommen. Ich habe es gerade schon angekündigt, meine beiden Gesprächspartner sind auch einen spannenden Weg gegangen. Sie kommen einmal aus der Medizin und aus der Chemie und sind heute auf dem Weg, Menschen zu unterstützen, zu begleiten, auf dem Weg zu mehr Vitalität, mehr Gesundheit und Lebensfreude. Und ich bin ganz gespannt, noch ein paar mehr Details zu erfahren. Schön, dass ihr hier seid, Isolde und Dr. Thomas Becker. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ihr Lieben, schön, dass ihr hier jetzt auf der Bühne nochmal seid, wo ihr gerade schon eure Vorträge performt habt. Es ist so spannend, euch zu erleben, wie ihr über eure Passion sprecht und vor allem auch zu sehen, welchen Weg ihr gegangen seid. Ne? Weil das, was ihr heute macht, hat natürlich das Fundament in dem, was ihr vorher gemacht habt und gleichzeitig ist es doch transformiert. Vielleicht fangen wir bei dir an, liebe Isolde. Du kommst ja wirklich aus dieser klassischen Medizin. Wir haben es vorhin im Vortrag gehört, 80.000 OPs. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, dass es in einem Menschenleben möglich ist und dann eben nur in 38 Jahren. Das ist ja noch nicht mal ein Menschenleben. Und dann bist du trotzdem an diesen Punkt gekommen zu sagen, ich brauche Unterstützung körperlich, ne, haben wir auch im Vortrag gehört, und bist von der Schulmedizin weg, um dir helfen zu lassen. Erzähl doch mal auch den Menschen, die das jetzt hören und sehen können, was hat dich dazu bewogen, auch für die, die den Vortrag jetzt nicht hören konnten, und was machst du heute mit dieser Erkenntnis? Sehr gerne. Die Prägung ist ja dadurch, dass ja im Krankenhaus es um Krankheiten geht, um Operationen, um Verfahren, um Therapien, die operiert werden können. Und ich weiß, dass es 45.000 Krankheiten gibt, eine sehr, sehr große Zahl. Es ist eine Faszination, wie der Körper sich melden kann. Und interessant ist, dass meine Disziplin, mein Ehrgeiz und mein Verantwortungsbewusstsein mir sehr geholfen hat durch viele stressige Situationen und dass ich an der Stelle für andere da war. Das heißt, ich habe auf sie aufgepasst, auf sie Acht gegeben, dass es ihnen gut geht, und meine Bedürfnisse habe ich hinten angestellt. Der Körper hat sich schon zwischendurch gemeldet und wollte eigentlich Gehör haben. Also das nennt man ja Symptome oder Beschwerden. Und er hat mir genau die Dinge geschickt, von denen ich wusste, sie lassen sich nicht einfach so therapieren. Denn Schwindel- und Gleichgewichtsstörung kann viele Ursachen haben. Wenn man sie jetzt rein schulmedizinisch fasst, können verschiedene Organe betroffen sein. Nur das ist eben die Frage, ob es das wirklich ist. Und mein Gefühl war schon, nein, das ist es nicht, sondern das ist die Summe dessen, dass mein Körper eigentlich sagt, ich bin permanent überlastet, ich bekomme kein Tageslicht, du isst zu unregelmäßigen Zeiten, du isst zu wenig, du musst deine Bedürfnisse jeden Tag hinten anstellen. Und ich zeige dir jetzt so eine rote Lampe, wo du reagieren musst. Ich habe ja dieses Beispiel mit dem Auto gebracht. Wenn da die rote Lampe angeht, dann fahren wir in der Regel in die Werkstatt und lassen es checken. Und diese rote Lampe, das war so das Gespür, okay, ich muss mich jetzt in Bewegung setzen, und bei allem Wissen und dessen, was mir eventuell blühen könnte, dachte ich, naja, also ich bin ja nicht nur eine Ansammlung von Organen, sondern da steckt viel mehr hinter. Und aus diesem Grunde habe ich außerhalb der Schulmedizin eine ganzheitliche Lösung gesucht. Denn als Krankenschwester ging es ja auch immer um den ganzen Menschen, nicht um einen Arm oder ein Bein, was dann gepflegt werden darf, muss. Und in diesem Zusammenhang hat der Zufall dazu geführt, dass ich an der Stelle offen war, zu jemandem hinzufahren, musste mich wirklich in Bewegung setzen, denn 800 Kilometer weit zu fahren, heißt ja, das ist eine bewusste Entscheidung, und ich lasse mich einfach darauf ein. Und das war ein sehr, sehr anstrengender Moment,
auch wenn ich jetzt nicht gefahren bin, aber dieses, ich lasse mich darauf ein, ich weiß nicht, was genau kommt, aber diese Zuversicht, die ich auch in dem Moment schon hatte, ich glaube, das ist das Richtige. Und das, was dir damals ja dann nachweislich geholfen hat, und zwar sehr schnell, ne, es hat nicht Tage und Wochen gedauert, sondern du bist sehr schnell danach wieder in deinen OP-Saal gegangen. Ist das auch das, was du heute mit den Menschen machst, oder hat das einfach nur die Tür geöffnet zu alternativen Methoden? Es ist beides gewesen, aber es war so, dass mir damals ein Mensch an die Seite gestellt wurde, der mich auf diesem Weg ja begleitet hat. Es ist dieses, ich bin diesen Weg nicht alleine gegangen, sondern es ist eine Begleitung über einen langen Zeitraum gewesen. Und es hat verschiedene Aspekte schon integriert, die mir auf der einen Seite bekannt waren, aber ich durfte dieses Wissen neu lernen. Doch was nützt dir das Wissen, wenn du es nicht in der Praxis siehst? Und ich wusste, dass diese Frau selber in so einer ähnlichen Situation ein paar Jahre vorher war. Also das heißt, ich hatte die Gewissheit, okay, es hat bei ihr funktioniert, dann kann es ja bei mir auch funktionieren. Es hatte also mit Vertrauen zu tun zu der Person, dieser Expertise, die sie hatte, diese Empathie, die sie mir entgegengebracht hat. Und ich wusste, es geht um mich, um meine Situation, und das ist die Lösung. Und nicht dieses anstrengende Zickzack. Und diese Gewissheit, die hat mich getragen. Diese Zuversicht, mit dieser Lösung dann zu arbeiten und sie auch sofort anzuwenden. Thomas, du hast auch eine eigene gesundheitliche Erfahrung gemacht, aber du bist jetzt nicht aus der Medizin, sondern aus der Chemie, nennst dich ja auch Dr. Vitamin C, weil das das Thema war, über das du die Doktorarbeit geschrieben hast, Vitamin C. Dann hast du eben selber auch eine gesundheitliche Erfahrung gemacht, die dir gezeigt hat, wow, also erstmal sich selber heilen und dann möglicherweise andere auch auf ihrem Weg begleiten. Ist das, was du für dich erfahren hast, also Vitamin C ist ja nicht die alleinige Lösung, aber ist das, was du erfahren hast, auch das, was du heute mit den Menschen machst, oder war das eben auch eher so diese Türöffner? Ja, liebe Margit, es war wirklich ein Türöffner, und das Wissen über Moleküle und Atome, das kriegt man im Studium, was ja nun erfahrungsgemäß in der Naturwissenschaft sehr lang dauert, also 10 Jahre, ist das schon keine Seltenheit. Und es gehört halt zu den längsten Studiengängen, weil man eben so umfassend auch ausgebildet wird. Aber es ist eben sehr viel Fakten und Einzelwissen. Natürlich hochinteressant, wenn man sich, wer entscheidet sich schon für Naturwissenschaften und Chemie? Das ist ja so abstrakt und für viele Leute gar nicht vorstellbar, was das ist. Aber es ist ja in dem Sinne das Fundament, auf dem unser Körper, unsere Biochemie, die Chemie der Lebendigkeit, des Lebens aufgebaut ist. Und für mich haben sich hier die Puzzlesteine, die ich so hatte, zusammengesetzt. Und man kann sagen, unter dem Wasserfall der Informationen, die man so gesammelt hat im Studium, muss man dann auch mal einen Schritt zur Seite treten, um dann wirklich auch ein ganzheitlicheres Bild zu sehen. Und ich habe es eben am eigenen Körper erfahren. Ich habe es erst bei meiner Frau gesehen, was da möglich ist. Ja, ich wollte gerade fragen, bei wem war zuerst die Erfahrung? Also, ihr seid ja schon jahrzehntelang zusammen. Das ist wie beim Vorkoster, man schickt die Frau vor. Nein, das ist jetzt böse gesagt. Nein, Spaß beiseite. Ich habe gesehen, was da plötzlich möglich ist, und da habe ich natürlich auch, das hat mich aufhorchen lassen, wo wir immer doch so stolz sind auf unsere moderne Schulmedizin, die hat ja auch ihren Platz. Es geht ja nicht darum, Dinge zu verbrennen, zu verbannen oder sagen, das ist gut, das ist schlecht. Da bin ich eigentlich jetzt gar nicht so ein Fan vor. Immer diese Unterscheidung in Gut und Böse. Das ist nicht die Lösung an der Stelle, sondern es ist doch vielmehr gesagt, hier voneinander zu lernen, Kollaboration, Zusammenarbeit, das ist es eigentlich. Und da muss ich sagen, da kann unsere aufgeklärte westliche Gesellschaft auch sich ein Scheibchen von den asiatischen, von der östlichen Zivilisation manches von abschneiden. Und hier müsste man wirklich mal so eine Zusammenführung machen und wirklich mal eine Debatte führen an der Stelle und das auch diskutieren, den Menschen als ganzheitliches Wesen zu betrachten, um dann zu sehen, die kleinste Einheit des Körpers, die Zelle, was braucht die denn? Man kann es von der Biologie, von der Biochemie zurückführen auf die Zelle. Und wenn sie gut versorgt ist, dann ergibt sich alles andere.
Und das, was du jetzt erfahren hast, diese Heilung, und dann bist du ja wieder in den OP, hast du gesagt, gab es da für dich einen Moment, wo du gezweifelt hast, dass das, was du beruflich machst, im OP überhaupt Sinn gibt, wenn es andere Methoden gibt? Ich durfte feststellen, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist ruht. Also das heißt, diese Entscheidung, eine Klarheit auch zu sagen, zu reflektieren, ist das noch die richtige Art Arbeit, die ich mache, hat auch mit einer körperlichen Kraft zu tun. Es braucht wirklich eine geistige Energie, auch eine Entscheidung zu treffen, einen mutigen Schritt. Und dafür braucht man den Körper als Basis. Die Zweifel waren insofern gar nicht da, dass ich gesagt habe, so wie Thomas, es hat beides seine Berechtigung. Nur wenn ich daran denke, ich möchte den Menschen helfen, und das ist auch bei mir der Antrieb gewesen, um damals überhaupt Krankenschwester zu werden, dachte ich aber, Krankheit ist mit Leid, mit Abhängigkeit verbunden. Und so wie ich gesehen habe, dass ich mit diesen Maßnahmen, es ging ja tatsächlich um Essen und Trinken und aber auch um qualitativ hochwertige Mikronährstoffe, die mir ja gefehlt haben, wenn ich sie zuführe, dann repariert der Körper und dann kriegen plötzlich eine Klarheit. Was ich auch gespürt habe, ist, ich muss diesen Bereich verlassen. Ich spreche ja manchmal davon, dass ich da nicht artgerecht gehalten wurde, weil ich einfach auch kein Tageslicht mehr hatte. Und dieses Spüren, dass dadurch auch sich Befinden verschlechtern kann, was so gar nicht realisiert wird, also weil es ja jeden Tag ist, immer ein bisschen, dann war klar, dass ich da auch etwas mitnehmen kann an Wissen, an Erfahrung und dann die Entscheidung, aus der Führungsposition rauszugehen, da zu kündigen. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich bin ja dann in die Freiberuflichkeit als OP-Schwester gegangen und da schon besser bestimmen zu können, wie meine Arbeitszeiten oder Arbeitsbedingungen sind. Dann natürlich dann auch dieses Wissen zu vertiefen. Und zu sagen, wenn ich das selber bei mir sehe, dass es sich verbessert, ich kann es lernen, ich verstehe es, dieses auch weiterzugeben, das war dann auch der Antrieb, beides miteinander zu verbinden. Denn diese Jahre der Erfahrung sind ein Schatz, vor allen Dingen auch die Gespräche mit den vielen Professoren, Wissenschaftlern und auch Klinikdirektoren, die, wenn man sie direkt bei der Operation erlebt hat, sehr wohl auch sehr offen, sehr ehrlich und auch sehr menschlich sind. Und es gehört alles zusammen. Es gehört zusammen und ihr gehört zusammen und ihr macht jetzt ja gemeinsam diese Akademie und ihr gebt eben Kurse, um Menschen zu unterstützen, dass sie lernen, was braucht eigentlich mein Körper an Nährstoffen, an Mikronährstoffen und auch, dass ihr helft, wie ist denn der Status quo? Also wo stehe ich gerade in meinem Körper? Wo sind möglicherweise Defizite? Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich diese Defizite ausgleichen? Und wie kann ich später auch selbstständig mich gesund erhalten, vital erhalten? Erzählt mal, wie ihr das genau macht. Was ist da eure Arbeit? Wie macht ihr das? Vielleicht noch zu dem Zitat von dir, Isolde. Mens sana in corpore sano, heißt es ja immer. Das wird meistens falsch zitiert. Also nicht, um jetzt hier klug zu scheißen, sondern orandum est sic ut mens sana in corpore sano. Das heißt, man muss darum beten, dass in einem gesunden Geist ein gesunder Körper ruht. Also es ist ja in dem Sinne so eine Aufforderung oder ein Anflehen von Hilfe von außen. Und das ist es, was wir anbieten, also Hilfe von außen zu bringen hier. Natürlich, ist echt wenn, so, dass bei dem Zitat der Kern fehlt? Das ist ja immer mit den Zitaten, ne? Immer, wenn der Ausschnitt nur der Ausschnitt ist, dann macht man sich sein eigenes Bild. Das war mir auch nicht bekannt. Also genau. Ich kenne auch nur den letzten Teil sozusagen dieses Satzes. Aber in dem Fall muss man ja jetzt nicht mehr drum beten. Nein, in diesem Fall. Weil man kann euch einfach fragen sozusagen. Ja, in dem Sinne, ja, ich brauche halt jemanden, der mir das Wissen vermittelt, um dann zu sagen, okay, daraus leite ich jetzt Handlungsanweisungen für mich an. Das bedeutet natürlich auch, ich muss offen für Veränderung sein. Also wir können da nicht alle mitnehmen. Der eine sagt, ich will nicht, dass mir geholfen wird oder ich fühle mich gut, bei mir ist alles okay, ich bin gesund. Das ist ja eine freie Entscheidung, die jeder hat an der Stelle. Aber eben die Bedeutung dieser Mikronährstoffe, dies eben und was sie für den Körper bewirken, das ist ja ein ganz vielfältiges Kaleidoskop. Da ist Vitamin C ja nur ein Ausschnitt, aber man kann schon fast sagen, Understatement dieses Moleküls, sondern was das alles kann, ist ja ein Tausendsasser. Aber dazu muss ich wissen, unter dem Motto, jeder
jeder Jack ist anders. Also wir sind ja alles Individuen. So hat der eine einen anderen Bedarf als der andere, je nachdem auch welchen alltäglichen Dingen er ausgesetzt ist, Anforderungen er ausgesetzt ist. Und deswegen schauen wir da hin, dass wir sagen, okay, wir müssen erstmal schauen, was ist der Ist-Zustand, um dann zu sehen, okay, jetzt kann man gezielt einen Plan machen, um zu sagen, da muss dann eben unterstützt werden an der Stelle. Jetzt habt ihr vorhin auch vor euren Vorträgen im Publikum auch Flyer verteilt für das Seminar. Ich hatte ehrlich gesagt noch keine Gelegenheit, draufzuschauen und in Ruhe zu recherchieren. Was macht ihr denn da? Aber erzählt uns doch einfach mal ganz kurz, was ist das, wenn ich mich da jetzt anmelde, was passiert jetzt? Es geht um ganz einfache Dinge, zum Beispiel, welchen Einfluss hat die moderne Ernährung auf die Gesundheit? Denn unser jetziger Körper, wir sind ja in einem, der moderne Mensch steckt in einem steinzeitlichen Körper. Wir haben eine Fülle von Lebensmitteln in Regalen, aber es ist die Frage, bin ich nur satt oder werde ich ernährt? Also es geht um die kleinste Zelle. Dann natürlich auch, warum ist etwas anders? Warum ist das? Warum müssen wir jetzt einfach mehr Obst, Salat, Gemüse essen als vor 40 Jahren? Warum ist das so? Warum muss ich auch dieses Verständnis haben? Bin ich tatsächlich in der Lage, meinen Kalziumhaushalt über 2,5 Kilo Brokkoli wirklich abzudecken? Ist das sinnvoll? Oder bin ich den ganzen Tag mit Essen beschäftigt? Dann geht das also grundverständlich zum Thema Nahrung. Dann natürlich auch die Frage, die Heilmittelchefs des Körpers. Thomas hat die Mikronährstoffe angesprochen. Welche Bedeutung haben sie? Wie hängt das im Endeffekt zusammen? Denn es geht ja immer um den Stoffwechsel. Wir müssen uns darum nicht kümmern. Und da geht es auch darum, mal sich Zeit zu nehmen, da in die Tiefe zu gucken. Und auch die Nahrung als Mittel zum Leben. Und diese Zusammenhänge darzustellen, dafür nehmen wir uns 2 Tage Zeit und die Blaupause zu bekommen. Wenn ich dieses Wissen habe, wie muss ich dem Körper eigentlich helfen, dass er diese Art von Gesundheit wieder lernen darf? Das Training dahin, dass ich selber anwenden kann. Das heißt, es ist einmal informativ, also dass ihr euer Wissen weitergebt. Wird es auch praktisch erprobt? Also dass man, sage ich mal, vielleicht zusammen noch kocht oder, keine Ahnung, eure Mikronährstoffe ausprobiert, die ihr ja auch mit anbietet. Wie stelle ich mir das vor? Die Möglichkeit gibt es natürlich auch, wenn jemand sagt, ich möchte es gerne jetzt, ich habe es verstanden, ich möchte es individuell für mich wissen, dann gibt es natürlich auch den Bereich des Coachings von meiner Seite und die Beratung, dass ich dann gucke, wie Thomas schon sagt, wo steht der Mensch jetzt gerade wirklich? Welche Stressoren wirken auf ihn ein? Und bekannte Dinge dann manchmal auch zu verrücken und neu zusammenzusetzen, sowie der Rahmen mit den vielen Wissensbausteinen, wie ich habe, dass vielleicht 2 Puzzlesteinchen einfach anders reingesetzt werden muss, dass es plötzlich, das ist mein Bild. Und dann sagt der Körper, ja, damit kann ich was anfangen. Jetzt fange ich auch an zu reparieren. Und da kommt es auf die Qualität dessen an, was ich über die Nahrung zufüge, auch in der Verbindung, welche Qualität von Mikronährstoffen brauche ich? Denn der Markt ist groß und vielseitig. Aber das ist auch Thomas' Fachgebiet. Ja, also keine Angst. Also ihr müsst da keine Formeln auswendig lernen an der Stelle. Es geht wirklich hier um ein Grundverständnis der Zelle, warum es so ist. Und da ergibt sich allgemein dann auch ein Verständnis dafür, jetzt setzen sich die Puzzlesteine zusammen. Viele von uns sind schon informiert, aber sie sind auch überinformiert, beziehungsweise existiert dort draußen ein gewisses Halbwissen oder nur die halbe Wahrheit und auch gewisse Irrtümer oder auch Mythen. Gerade im Bereich Ernährung tut sich ja sehr viel, auch im Bereich Mikronährstoffe. Aber zu wissen, was der Körper mit diesen Bausteinen anfängt und wie ich sie am besten zuführe. Also vor diesem Hintergrund von Linus Pauling, dem Nobelpreisträger, der da so einen Begriff, orthomolekulare Medizin, den habe ich heute gar nicht gebracht, fällt mir jetzt einem, aber der hat es eigentlich treffend auf den Punkt gebracht, 1968 in der Fachzeitschrift Science, das ist nun mal sozusagen wie bei uns quasi Bild am Sonntag, aber in der Wissenschaft, also wirklich das Fachorgan, wo er gesagt hat, bring die richtigen Moleküle zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Und dann eben in Konzentration, auch wie sie normalerweise im Körper vorhanden sind. Und da kann es eben sein, dass sie eben nicht vorhanden sind. Also muss ich dafür Sorge tragen, dass ich sie dahin bringe.
Wie zum Beispiel das Thema Magnesium und Calcium, ne, dass man zum Beispiel auch nicht zeitgleich einnehmen sollte, was auch manche ja hier nicht wissen. Aber das ist so auch so ein Thema, was ihr dann in dem Seminar ja, mit besprecht. Also das, wann brauche ich Magnesium, wann brauche ich Calcium, wo zeigt sich das vielleicht im Körper? Beim Sport wissen wir es ja, wenn wir mehr Sport machen und kein Magnesium genug haben, dann kriegen wir Wadenkrämpfe oder so. Und wenn wir jetzt noch Calcium dazu nehmen, ist das wieder nicht gut, weil es nicht gemeinsam verstoffwechselt werden kann, richtig? Genau, es ist Calcium für die Anspannung und Magnesium kennt man eben, du sagtest es, mit Wadenkrämpfen. Für die Nacht, so für Regeneration. Aber an der Kartoffel kann ich dann nicht mal das Calcium abschneiden, weil ich jetzt nur Magnesium möchte. Aber sonst, also ja, die genau. Natur gibt es immer dann im Paket. Und das bedeutet, und das ist eben der Unterschied in der Mikronährstofftherapie, dass man hier eben möglichst analog der Natur, ja vielleicht auch kopiert, aber vorher muss man kapieren, warum die Natur es so macht. Sondern wir meinen immer, wir könnten das besser als die Natur und erzeugen dann vielleicht auch aus monetären Gesichtspunkten Monopräparate, die dann auf dem Markt sind. Das kann funktionieren, aber meistens geht es schief. Ich vergleiche es immer mit einem Orchester. Wenn in einem Orchester haben die einzelnen Instrumente natürlich ihren Sinn, aber wenn ich dann eine Pauke auch höre, die ich dann auch brauche in einem Sinfonieorchester und dann die Pauke nur noch stärker gehauen wird, weil ich jetzt mit diesem einen Mikronährstoff halt mit der Dosierung ganz hoch gehe, ja, dann kommt es zum Missklang. Das ist kein Gesamtklang, sondern ich möchte die Gesamtsinfonie haben. Deswegen gibt es diese Einzelbeziehungen auch zwischen den Nährstoffen, die voneinander abhängig sind. Und das ist bei diesen Mineralstoffen wie Calcium, Magnesium ja auch gegeben. Super spannend. Du hast vorhin auch in deinem Vortrag gesagt, eine Zelle kann 120 Jahre alt werden. Ich habe mal irgendwann gehört, dass die Zellen sich erneuern. Also kann jede Zelle 120 Jahre alt werden oder sind manche, die absterben und neu gebildet werden? Also das ist das Wunderwerk, da sind wir schon in der Biologie, wie lange leben Zellen, also ganz unterschiedlich nach Organen. Also das ist in der Magenschleimhaut und in dem Magen, das ist übrigens der Ort, wo wir den höchsten pH-Wert, den niedrigsten pH-Wert, also die höchste Säurekonzentration haben. Und da könnte man einen Dynamo drin auflösen. Also da kann man wirklich Dinge drin auflösen und das schützt den Körper ja auch vor fremden Eindringlingen. Das hat ja seinen Sinn, dass das so angelegt ist im Körper. So eine Darmschleimhautzelle kann dann also von wenigen Tagen bis zu Wochen, aber auch Knochen bis zu Jahren dauern. Also das ist ganz unterschiedlich gehandhabt, sagen wir mal so, wie eben die Zellen eingesetzt werden an der Stelle, welche Funktion sie haben und wie sie auch beansprucht werden und eingesetzt werden. Okay. Was noch spannend war, also ich habe mal ja kurz einen Blick in euren Flyer geworfen, logischerweise. Den macht ihr ja zu dritt, also Das Seminar macht ihr zu dritt mit noch einer Expertin und so im Augenwinkel habe ich gesehen, dass sie das Thema behandelt, was Darmgesundheit mit Fruchtbarkeit zu tun hat. Das ist ja auch ein total spannendes Thema. Vielleicht, weil du als Frau da vielleicht mehr im Thema drin bist, kannst du dazu noch was sagen? A, warum habt ihr sie mit reingenommen und B, wieso ist das Thema so wichtig? Wir kennen die Ärztin, die Frau Dr. Heidi Gößlinghoff, schon seit einiger Zeit und sie hat ja das Business spätes Mutterglück, also Frauen, die Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden und aufgrund dessen schon ein bisschen älter sind, wie kann man sie da unterstützen? Die Darmgesundheit hat einen großen Einfluss natürlich auf die Fruchtbarkeit, wo die Nährstoffe tatsächlich alle den Übergang finden, über die Lymphe ins Blut und dann später zur Zelle. Das ist also ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und dann ist es natürlich so, dass natürlich der weibliche Organismus immer guckt, bin ich an dieser Stelle eigentlich bereit, habe ich die Kraft dazu, neues Leben auch wachsen zu lassen. Und diese Körperintelligenz, die es gibt, die ist so genau und so fein, dass da auch das Augenmerk drauf gelegt wird. Denn was in diesem Bereich passiert, also wenn die Nahrung gekaut ist und sie ist runtergeschluckt, das ist ja für die meisten von uns eigentlich eine Blackbox. Wir wissen, dass es uns mal gut geht nach einem Essen oder mal weniger, aber wenn diese zentrale Sache angeht, dass Mann und Frau sagen, wir wünschen uns wirklich ein Kind, dann hat doch auch das neue werdende Leben alles Recht darauf, in einem gesunden Körper, in einem Körper, der die Kraft hat, auch zu wachsen, dass sich das Kind da auch wohlfühlt und dann auch gerne geboren wird. Und das macht sie und sie wendet also unser Wissen schon in der Praxis an. Das heißt, für uns ist es eine große Freude, dass Frauen auch in dieser Kombination schwanger wird. Und sie ist ja eine klassische Schulmedizinerin, die sich für diesen Bereich geöffnet hat und sagte zu mir, Isolde, ihr seid tatsächlich die Ersten, die mir mal diese Fragen beantworten können. Denn die Mediziner
wollen natürlich die Fragen so beantwortet bekommen, dass sie sagen, aha, das passt in meinen medizinischen Kontext rein, weil wir ja auch dieses Verständnis dafür haben. Wir können uns also in dem Medizinersprech auch artikulieren. Und sie sagt auch, okay, wo müssen wir an welcher Stelle andocken, sodass es eben eine Synergie ist von zwei Richtungen, die dazu dient, den Menschen, die diesen Wunsch haben, dass er auch Wirklichkeit werden darf, wenn im Körper alles bereit ist. Und das ist ein tolles Gefühl, damit arbeiten zu dürfen. Es gehören aber auch immer zwei Seiten dazu. Ja. Jetzt aus nüchterner wissenschaftlicher Sicht müsste man sagen, ein motorisiertes DNA-Paket des Mannes trifft auf ein wassergefülltes DNA-Paket und die beiden vereinen sich. Und es waren einmal zwei Zellen, daraus wurde einer. Aber damit da alles gut funktioniert, sind wir wieder bei den Helferlein, Hilfs- und Betriebsstoffen. Und der Darm spielt da eine zentrale Rolle, weil wo findet denn der Übergang der Mikronährstoffe und zur Verteilung im Körper statt? Und das ist eben genau dieser Stelle. Und viele haben ja schon gehört, dass das Bauchgehirn, im Darm haben wir so ein zweites Gehirn. Und hier gibt es also auch eine sehr starke Verbindung zwischen Gehirn und Darm. Und es gibt ja allein die Sprüche, die wir auch in der deutschen Sprache haben, die Aussprüche. Wer schon mal verliebt war, der hat Flugzeuge im Bauch. Oder Schmetterlinge, je nachdem. Oder Schmetterlinge, ja, je nachdem. Irgendwas fliegt gesehen, da. Wie auch immer. Irgendwas ist da unten. Und das drückt ja unsere Sprache auch schon viel auf, dass da einiges im Argen liegen kann, dass es aber auch eben gut funktioniert. Und die Frau Dr. Gösslinghoff, die verbindet eben diese Mikronährstofftherapie und setzt es eben gezielt ein, praktisch in der Verbesserung der Fruchtbarkeit. Und das ist leider ein Phänomen unserer modernen Zeit, dass die Fruchtbarkeit leider immer weiter abnimmt. Ja. Es ist so spannend, mit euch in diese Themen einzutauchen. Und ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die jetzt sagen, oh, ich habe hier aber noch eine Frage und da noch und dort noch. Wo können jetzt die Menschen, die das Video sehen und neugierig geworden sind, sich mehr über euch informieren oder vielleicht auch zum Seminar anmelden? Wo gibt es das? Natürlich auf eurer Website, aber wo noch? Ja, also wenn Sie jetzt also zum Beispiel einer meiner Vorträge hören wollen, das ist ja nun im Juni jetzt hier in Frankfurt bei den Trainern der neuen Generation, dass ich einen Vortrag auch darüber halte. Dann natürlich die Möglichkeit, mit uns dann auch über die Webseite in Kontakt zu treten, entweder um ein Seminar zu besuchen oder zu sagen, ich brauche es jetzt schon mal direkt praktisch für mich, dann auch einen Termin in dieser Hinsicht zu machen und die Gewissheit, dass diese Erfahrung wirklich ein Aha-Erlebnis ist und ich auch gerne sage, dass ich in das Leben der Menschen trete, wenn sie es wollen, um zu bleiben, also an dieser Seite zu bleiben. Und das ist ein großes Geschenk, da diese Veränderung, auch diese Transformation zu sehen und auch dieses Gefühl wieder zuzulassen, ich kann mich auf meinen Körper verlassen, ich habe diese Sicherheit und sich wirklich diesem Bauchgefühl wieder vertrauen zu können. Ja, wie gesagt, auf unserer Website auch oder schickt uns eine Mail an info@a-m-b.eu. Perfekt. Wir blenden das sowieso ja nochmal ins Video ein und werden es unter dem Beitrag auch nochmal veröffentlichen. Das heißt, alle Pfade führen zu euch. Habt ihr abschließend noch eine letzte Botschaft, die ihr den Menschen noch mit auf den Weg geben mögt für diesen Moment? Also all diejenigen, die sagen, es gibt einen Weg und der zu mir passt, das Gefühl ist richtig, denn die Intuition hilft an dieser Stelle enorm sehr, so lange, bis die richtige Antwort kommt, da dran zu bleiben. Und was jetzt wirklich ganz praktisch ist, wenn man sagt, was kann ich mit Thema Essen und Trinken machen, ganz klar natürlich dem Essen die Aufmerksamkeit zu geben, in Ruhe zu essen, dass auch gut gekaut wird, denn der Magen hat keine Zähne. Es geht um das Thema gutes, stilles Wasser zu trinken und natürlich auch die Achtsamkeit, dem Körper auch Ruhe zu gönnen. Da sind wir in dem großen Bereich Entspannung, dass alles zueinander wirkt und dann auch mit der genauen Anweisung, mit welchen Mikronährstoffen qualitativ auch arbeiten zu können. Ja, der Quantenbeat des Lebens, wenn ich auf meiner atomaren und subatomaren Ebene bin, das Leben ist Schwingung.
Und hier sollten wir diese Aspekte berücksichtigen. Wir brauchen das Sonnenlicht. Und das war am Beispiel meiner Frau sehr stark zu sehen, wenn man eben nicht artgerecht gehalten wird. Wir leben immer in Räumen, in Boxen und wir müssen da raus. Wir müssen wieder den Kontakt zur Natur schaffen. Das ist einfach essentiell dort. Da kommen wir her und da dürfen wir nie die Verbindung abreißen lassen. Denn seien wir ehrlich, gehen wir raus in die Natur, dann kommen wir auch runter. Unser Stresslevel. Man hat ja wirklich mal eine Studie gemacht in Japan, wo man die Probanden durch die Großstadt hat laufen lassen für mehrere Stunden und die anderen hat man in den Wald geschickt. Und der Japaner hat sogar einen Begriff dafür, Shinrin-yoku, das heißt übersetzt Waldbaden. Und das drückt es einfach so perfekt aus. Denn man hat dann natürlich die Parameter gemessen im Blut und dann, was passiert da was? Hat das jetzt einen Unterschied gegeben? Ja, man kann es sich natürlich schon vorstellen, in der Großstadt Abgase, auch wenn wir inzwischen auf Elektromobilität, aber trotzdem, wir sind Schadstoffen ausgesetzt und wir kriegen eben nicht genügend Sonnenlicht ab. Man hat gesehen, bei denjenigen, die aus dem Wald kamen und sich mehrere Stunden dort aufgehalten hatten, dass die Immunparameter unheimlich in die Höhe schossen. Das heißt, die hatten einen Immunschutz, das Immunsystem ist richtig hochgefahren, die Stressparameter waren runtergekommen. Und das ist es auch das, wenn wir uns mal einen Spaziergang gönnen, rausgehen in die Natur, die Farben, das Grün. Das ist einfach, da sind also Dinge möglich, Licht, Luft und Bewegung, die unserem Körper gut tun. Also sollten wir es doch auch tun. Gute Impulse, das machen wir jetzt auch gleich. Wir sind ja schon den ganzen Tag hier im Haus, drumherum ist Wald, also Waldbaden ist nicht fern, können wir gleich noch machen. Für alles Weitere, ja, möchte ich euch danken, dass ihr hier wart mit euren Impulsen vorhin, mit den Vorträgen, jetzt auch nochmal im Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel weiterhin Erfolg und Freude. Bleibt lange so vital, gesund und voller Lebensenergie. Und dass ihr das eben auch auf die Menschen übertragen könnt, die zu euch kommen, die ihr unterstützen und begleiten dürft. Vielen herzlichen Dank und alles, alles Gute. Danke. Und für die, die jetzt auf diese Art und Weise zugeschaut haben, wir blenden ja nochmal ein die Termine und auch die Website, wo ihr noch mehr Informationen bekommen könnt. Wir sind hier in einem Live-Setting, wie vorhin ja schon mal erwähnt. Ich bin ganz dankbar, dass ihr auch dabei seid und das live miterleben durftet. Und ansonsten verbindet uns zum Glück diese Online-Welt. Also einfach mal Kontakt aufnehmen mit Thomas und Isolde, dass ihr auch gesund und vital durch euer Leben gehen könnt. Alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Ciao.